Geh ich mal pennen. So. In unser schickes Heim, wo wir ganz alleine sind. Und wie ihr an den Schatten auch seht, ist es auch ziemlich verbuggt. Ich weiß auch nicht warum. Das Skyrim am Computer bei mir ist einfach ziemlich verbuggt. Und ich, falls ihr da irgendwie eine Lösung könnt, die Bugs zu beheben, dann schreibt es mir in die Kommentare. Es ist 3 Uhr morgens, dann schlafe ich doch mal 6 Stunden. Ach, muss ich gerade husten? 9:30, genau die perfekte Zeit. So, dann gehen wir jetzt auch mal ein bisschen jagen, damit das alles ein bisschen spannender wird. Wie ihr seht, sind wir hier auch ein guter Sammler. Wir nehmen den Jagdbogen und dies ist das Schwert unseres Vaters, ein Erbstück, was ich mir in die Finger geworfen habe. Ja, mit welcher Kleidung soll ich denn jetzt hier raus? Fellrüstung? Vielleicht. Wie sieht denn das aus? Wir sind ein Jäger. Da müssen wir natürlich auch wie ein Jäger aussehen. Jagdbogen der Glut. So, dann gehen wir doch mal uns was Frisches zu essen holen. Wir haben noch kein Pferd. Nein, nein, nein. So wohlhabend sind wir jetzt nun auch wieder nicht, dass wir uns ein Pferd leisten können, da wir unser ganzes Geld an Spielereien in der Kneipe weggeworfen haben und investiert haben. Nein, tut mir leid. Nichts. Was? Was denn? Ach, es ist der Kurier, wahrscheinlich wegen den... Nein, tut mir leid. Wegen Nichts. den Briefen. Habt ihr ja schon im Vorspann gesehen. Zu jedem Kapitel gibt es auch, glaube ich, auch einen Vorspann, muss ich mir noch überlegen. Ein Draugr. Niemand weiß genau, warum die Draugr in den Hallen von Himmelsrand Grabmäler wandeln. Aber manche glauben, sie hätten einst dem Drachen gedient und seien für ihren Verrat mit dem Unleben bestraft worden. Die sagen, Himmelsrand, oh Gott. Ja. Und außerdem eine weitere Sache, ich spiele immer gerne in dieser Perspektive, da man den Charakter einfach viel besser sieht. Falls ihr aber wollt, dass ich in der Ego-Perspektive spiele, schreibt einfach in die Kommentare. Und dann werde ich das auch machen. Ich kann auch, während dem Let's Play werde ich aber auf jeden Fall auch beides machen. Während Kämpfen mit Bogen werde ich wahrscheinlich in die Ego gehen oder wenn wir in Höhlen sind, damit man die ganze Landschaft besser sieht. Und ja, und wegen Fraps lag das gerade alles so ein bisschen. Sorry, Leute. Sorry, sorry, sorry. Ich könnte jetzt hier auch so ein Pferd abschlachten, mache ich aber nicht. Also. Und falls ihr es glaubt oder nicht, wir, die Drachen gibt es noch nicht. Ey, cool, es reimt sich. So, diesen Ochsen könnten wir jetzt eigentlich abschlachten, aber das will ich nicht. Wir sind ja ein edler Herr, der immer in der Kneipe sitzt und sich besäuft. Ich suche jetzt gerade mal ein Tier. Was war das? Nee, oder? Bitte nicht. Bitte nicht jetzt. Ich hab doch gesagt, euch gibt's nicht. Ich hab gesagt, euch gibt's nicht, weil sonst will die ganze Story weggehen. Ah! Scheiße! Also verzeiht mir, falls ein oder zweimal ein Drache auftaucht. Ich versuche es möglichst zu vermeiden, einem Drachen zu begegnen, weil es dann einfach nicht zur Story passt. Aber ja. Ich kann jetzt irgendwie leider kein Cheat eingeben, dass alle Drachen irgendwie nicht mehr spawnen oder sowas. Gibt's leider nicht. What the fuck? Oh! Skelett! Scheiße, erschreck mich nicht so! Hojo! Hoho, yay! Außerdem den Bogen habe ich gefunden. Bleib da, bleib, roll dich weg. Eisenschild, winziger Seelenstein. Altes Nordschwert brauchen wir. Oh! Habt ihr den Kopf gerade gesehen? Da ist ein Kopf weggeflogen. Okay, das Skelett hat mich ziemlich erschrocken. Woher kam denn das Skelett? Hier muss doch irgendeine Mine sein. Das kommt doch nicht von einfach so. Dieses Skelett. Und Skelette wandeln doch eigentlich meistens nicht allein rum. Und falls das Spiel mal abspackt, ich habe einen Mod hier drin, und zwar den Huntsman-Mod. Ich höre schon wieder ein Skelett. Skelett!
Da seid ihr ja. Ist es überhaupt ein Skelett? Wer bist du denn? Möge Stenders Gnade mit... Ihr sprecht mit einem Wächter von Stender. Lasst euch mit den Dedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Wer ist Stender? Er ist der Gott der Gnade, Tamriels Schutzherr der Ordnung und der Gerechtigkeit. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene läutern, die seine Kinder verletzen würden. Okay. Und alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Werwölfe, Hexen. Aber die Dedra sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Okay. Die kenne ich noch gar nicht. Ja, unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir Oblivion. Widmen unser Leben dem Kampf gegen die dädrische Bedrohung, wo immer sie auch in Erscheinung treten mag. Unsere Ordensvertretung ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Cassette angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Na, das ist doch wunderschön. Die Wächter werden über euch wachen. Kannst du mir dein Gesicht noch zeigen? Denk nicht mal im Traum daran. Ich dachte, es wäre so eine schöne Frau, aber dass ich jetzt so ein bleiches Zuckergesicht wie meins erblicke. Nee, ich bin eigentlich im Gegenteil. Ich bin nicht bleich, weil ein Familienteil, oh Gott. Quick save. Hallo? Wie geht's dir? Oh oh. Ja, schon kapiert. Mein Gott. Was ist los mit dir? Tundra Baumwolle. Ist hier noch irgendwas? Nein, ist hier irgendwas? Nein. Hallo schön. Ich hoffe, der greift mich nicht gleich an. Wo sind überhaupt denn ihre Mammuts? Was glotzt du mich so an? Gurtheide? Als Ziegenfell? Also ich finde Riesen ja allgemein total cool. Mammutkeschalen? Was ist das denn? Hallo! Nein! Oh Gott! Lass mich bloß in Frieden! Ah, Scheiße! Ich wollte doch nur Hallo sagen! Zum Glück sind die überall diese Felsen, da können die mir nicht drauf folgen. Hoffe ich zumindest. Probieren wir doch gleich mal aus. Ich habe ja gespeichert. Oh Gott, da kommt drauf! Au! Scheiße! Okay, deswegen niemals Orks jagen. Ich komme dir nicht zu nah, nein. Sekunda Sockel entdeckt. Bist du jetzt schon erschöpft, ne? Warte, das Riesenknochen. Okay. So, dann gehe ich doch mal da nach oben. Ich komme dir nicht zu nah. Nein. Total anstrengend, ne? Vor allem, wenn da so dumme Riesen auf einen warten. Okay, so viel zur Jagd. Wo sind überhaupt denn ihre Mammuts? Die haben doch sonst immer so Mammuts bei sich. Man hört die auch so richtig cool röcheln. Hier kommen sie, glaube ich, nicht drauf. Oh Gott. Ich krieg dich. Nein. Verdammt, wo ist das hin? Come back! Los! Da! Ich bin ein miserabler Schütze. Ich weiß.
Och, da bist du ja. Ja, getroffen. Zack! Hihi! Huhu! Eine Beute erledigt. Na, dann gehen wir doch mal hin und schauen, was für Fang wir hatten. Ein Elch! Kleines Geweih und Wildbrett. So, liebe Leute, da bin ich auch wieder. Es gab eine kleine Unterbrechung, aber ich hoffe, das macht nicht allzu viel aus. Hier war doch gerade noch... Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte kein... Kein... Keine Echse, keine Riesenechse, bitte nicht. Oh, ich hoffe, ihr seht sie nicht, weil das würde die ganze Story kaputt machen. So, wo ist denn dieser Elch jetzt hingegangen? Er sieht mich. Elchie Boy! Was? Was ist das denn? So, hallöchen, liebe Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich wurde wegen einem kleinen Problem unterbrochen. Und musste jetzt erstmal ein bisschen kämpfen. Ich glaube, ihr wisst, welches Problem das war. Und diese Probleme werden wahrscheinlich im Laufe des Let's Plays immer wieder auftauchen. Wenn ihr es nicht wisst, umso besser. Ich muss nämlich kurz ein bisschen cheaten, damit ich den so schnell wie möglich wegbekomme, dieses Problem. Und ja, würde ich auch mal sagen, machen wir mal weiter. Hilfe, wo bin ich denn hier gelandet? Oh Gott, wenn ich das überlebe. So. Also, wir sind ja Jäger, wie ihr bestimmt schon bemerkt habt. Oh Gott, wenn ich ins Wasser springe. Ich mache mal kurz Quick Save. Halleluja! Ja, ich hab's überlebt. Ach cool, Schlammkrabbe. Ah, ich werde mitgerissen. Ah. Ich wurde gerade total mitgerissen. Guck mal, ich werde mitgerissen. Hui, ach schade. Sag mal, was ist denn da unten? Schlammi Krabbi! Ist es überhaupt eine? Oder habe ich die schon längst gekillt? Schlammkrabbe! Nein! Los! Los! Nimm die scheiß Schlammkrabbe. Da wir ja auch da seht ihr die schöne Venus, ist ein Mondmod. Hier liegen jetzt überall tote Krabben rum wegen dem Kampf, wegen diesem kleinen Problem hier. Ich habe einen Mod geholt, da ist diese Venus. Wenn ihr Skyrim habt, wenn ihr auf die Bibliothek geht und dann auf Workshop, dann könnt ihr da euch allerlei Mods holen, darunter auch diese Moon Mods. Und wir gehen jetzt mal weiter auf die Jagd. Mal sehen, was uns hier noch erwartet bei diesem schönen Mond. Oh, hi. Oh, ja. Wir haben einen ziemlich krassen Bogen. Den habe ich gefunden. Wirklich, ich habe den wirklich gefunden. Das ist ein Jagdbogen der Glut, glaube ich. Oder des Feuers oder irgendwie sowas. Ich musste ja für das letzte Bild auch ein paar Vorbereitungen treffen und mich erstmal ein bisschen leveln. Und den habe ich dann in einem Dungeon gefunden. Und da ist ein schöner alter Turm. Vielleicht sind ja Skelette, die wir abhacken können. Ich hätte gerne noch ein Banditenlager ausfindig gemacht. Ein Glühwürmchen, dich kriege ich. Nein. Ah, Mist. Doch. Doch, ich hab's. Yay. Distel. Distel kennt ja jeder. Tundra, was ich. Tundra Baumwolle. Kenne ich auch noch nicht. Hier gibt's. Oh Gott. Kampf. Wo denn? War's das? Gut. Dietrich Gold. Süßkuchen. Na dann.
Wolltest du einen kleinen Snack machen, oder? So, ein weiterer Bandit, den will ich aber bitte haben. Nein! Mist! Das sollte nicht meiner werden. Das war auch eine Nordmet. Eisenpfeile, Jagdbogen, Eisendolch, brauche ich alles nicht. Und wenn ich es noch nicht bemerkt habe, ich habe eine Rüstung an. Habe ich mir noch schnell geholt, wenn ich schon dazu fähig bin. Das ist ein eine Talmor-Rüstung. Ich glaube, für Jäger passt es auch viel besser. Kann ich irgendwie mit euch reden? Ärger oder so? Der Beste macht keinen Ärger, Kaiserlicher. Die einzigen Worte, die die Wachen kennen, sind Ärger fürchtet euch nicht. Oder Riese. Wir werden mit allem fertig. Einmal großer Sack, ist da irgendwas drin? Und Kohl! Nehme ich da mal ein bisschen. Kohl kann man immer gebrauchen, für was? Weiß ich noch nicht, aber man kann es bestimmt für irgendwas gebrauchen. Vor allem, da wir ja jetzt nicht irgendwie so die Hauptquest spielen, sondern mehr so ein Leben. Dazu kommt zählt auch Kochen und sowas. Und da hinten ist ein Dorf, da gehen wir auch mal gleich hin. Ja, es wird ein bisschen dunkel. Ich hole mal, glaube ich, gleich die Fackel raus. Weil unser Kerl kann ja auch nur begrenzt sehen. Ist da noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Ah, ja. Bergblume. Wenn ihr genau hinschaut, dann lauert in jeder Ecke irgendeine Pflanze, die ihr aufheben könnt. Und für Alchemisten ist das sehr, sehr hilfreich, da wir dann auch irgendwann noch was mit Alchemie zu tun haben. Und ihr merkt, es lädt nicht mehr so sehr. Ich muss das Ganze nochmal neu installieren, weil es sich einfach nicht mehr gestartet hat. Wahrscheinlich liegt es an den zu vielen Mods, die ich drauf hatte. Ich habe jetzt ein paar weniger drauf gehabt. Oh, und es leckt nicht mehr so arg, aber ein bisschen leckt es noch. Lauch. Kohl. Was gibt's noch? Kartoffelpflanze. Weizen. Ich nehme von jedem mal zwei. Und ein nichts. Ach, das war eine Ziege, ich dachte schon. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Also, das ist ein Bauernhof, den ich noch nie gesehen habe, ehrlich gesagt. Ich kenne mich ja mit Skyrim schon ein bisschen aus, da ich es von der Xbox kenne. Lureus Hof. Okay, da gehen wir mal in den Lureus Hof. Da hängt auch gleich schon so ein schicker Elch. Ah, die schlafen. Wenn wir schon die Chance haben. Horsehide! Ich habe ja auch diesen Mod drin mit dem Jagen. Lieder der Rückkehr. Nehmen wir alle mit. Weißt du auch für den Ehrenmann? Ich glaube, das habe ich schon. Aber egal. Knoblauch. Kartoffel. Oh mein Gott, die wird beinahe runtergeflogen. Ziegenkäse. Getrocknetes Elfenohr. Knoblauchzopf. Das gibt's hier noch alles. Getrocknetes Elfenohr nochmal. Und wenn okay. Hier liegt noch ein Nordmet. Hier, was ist das? Nichts. Eidarer Käse. Altowein. Lachsbraten. Ich muss hier einfach alles klauen. Ich weiß nicht warum. Holzkeller habe ich schon. Hier kann ich immer kochen oder sowas. Truhe, da waren wir schon. Schäbige Haube. Die Frau des Holzfällers. Naja, ist ein bisschen fies von uns hier alles zu stehlen. Was kann ich denn hier? Makelloser Granatstein. Da mache ich doch kurz mal Quicksave. Quicksave. So. Ein Dieb! Wir haben einen Dieb! Ihr habt gar nichts! Ich bin gar nichts. Zwingt mich nicht, euch zu töten. Nicht zwingen. Oh Gott, leck. Ah. Lass mich bloß in Ruhe. Natürlich kann ich das. Lasst ihr eure Frau als erstes an mich ran, oder was? Was ist das für ein Mann? In your face, los. Ihr hättet nie herkommen sollen. Was? Hat er sich gerade wiederbelebt? Ach, jetzt reicht's mir mit dem Bogen. Jetzt kann ich hier mit meinem Stahl-Zweihänder. Ah!
Mit zwei Schlägen weg. Der kann gar nicht sterben. Ah. Und die? Kurve. Auch nicht. Was bringt es mir dann? Stirb! Und? Und? Ah! La 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 Wisst ihr was? Hilfe! Ich werde angegriffen! Das hätte ich glaube ich nicht machen sollen. Ah! Komm schon, wieso habe ich eigentlich so einen Quatsch gemacht? So. Lass mich jetzt in Frieden. Lässt mich in Frieden. Okay, ich kenne nämlich einen guten Cheat, den man dabei solchen Sachen anwenden kann. Okay. Der heißt, dabei müsst ihr die Person anklicken, dann Stop Combat. Also es funktioniert, stopp nicht. So, stop Combat. Da hinten lag noch Geld, scheiße. Na los, steh auf! Ja, ich muss erst noch anklicken. Zack, wieder schaut. Stop Combat. Nein! Okay, ich glaube, ich muss noch mal laden. Doreus Hof, da. So. Mit einem Arkanverzauberer kannst du... Ach, schade. Da hinten noch Geld liegt, sparen wir uns lieber. Altowein, Wein. Nehmen wir mal alles mit, oh Gott. Wenn ihr etwas braucht, sprecht mit meinem Mann. Ach, um Maras Willen. Was gibt es denn jetzt? Ich habe euch... Stimmt was nicht? Ob etwas nicht stimmt? Er fragt, ob etwas nicht stimmt? Ja. Verdammt nochmal, etwas stimmt ganz und gar nicht. Was denn? Oder habt ihr unten an der Straße vielleicht diesen kranken kleinen Mann im Narrenkostüm übersehen, der auf den Namen Cicero hört? Was? Dieser Verrückte hat mich sicher schon 5-mal gebeten, sein zerbrochenes Wagenrad zu reparieren. Er will ein Nein einfach nicht akzeptieren. Warum kann er uns nicht einfach in Ruhe lassen? Den Cicero kennen wir doch. Mich bezahlen? Ihr glaubt, es geht hier ums Geld? Habt ihr den Mann gesehen? Er ist völlig verwirrt. Ein Hofner? Hier in Himmelsrand? Etwas derartiges gab es hierzulande seit 100 Jahren nicht mehr. Und er schleppt eine riesige Kiste mit sich herum. Ich weiß doch, was da drin ist. Es sei ein Sarg. Ich weiß. Dass er seine Mutter begraben will. Ich weiß. Dass seine Mutter ist. Da drin könnte alles Mögliche sein. Schmuggelware, Waffen, Skoma. Da ist wirklich seine Mutter drin. Ich nichts zu tun haben. Nun, da wäre schon etwas. Es gibt da diese Wache. Patrouilliert die Straße, auf der dieser verrückte Hofner unterwegs ist. Okay. Sie kommt ziemlich oft hier vorbei. Ihr könnt den Verrückten doch melden. Wie wäre es, wenn ihr behauptet, er habe irgendetwas Rechtswidriges getan? Dadurch wäre ich ihn wenigstens los. Hm. Was meint ihr? Ich kenne den. Also mache ich es, weil ich weiß, was der Kerl anstellen wird. Wie ich bereits sagte, die Wache ist weiter unten an der Straße. Ihr könnt sie gar nicht verfehlen. Sagt der Wache, dass dieser Hofnarr etwas im Schilde führt und sie wird sich dann um ihn kümmern. Kommt dann wieder zu mir und ich werde euch mit ein paar Münzen belohnen. Einverstanden? Ja, wenn du noch welche hast. Also, ich weiß nämlich, wer dieser Cicero ist. Das ist der ein Mitglied der Dunklen Bruderschaft. Weil, ich kenne mich mit der Dunklen Bruderschaft ziemlich aus und da unten ist er auch, glaube ich. Und der hat auf jeden Fall was im Schilde, weil dieser Sarg, da ist die Mutter der Nacht drin. Und wir versuchen. Hi! Arme Mutter! Sie wartet hier schon so lang! Ihr braucht etwas? Ja, ich brauch was. Warum hilft er uns? Ach, wirklich?
Raus mit der Sprache. Worum geht es? Entschuldigung. Was ist mit ihm? Was? Wie kann es dieser kleine Dummkopf nur wagen? Ja, genau. Und dazu noch genau vor meinen Augen. Weil das, was in diesem Sarg ist, ist durch und durch böse. Und ich weiß auch, was Cicero machen wird. Wetten wir? Oh Gott, das wird spannend. Ihr da, Dummkopf, stehen bleiben. Ihr werdet eines Vergehens gegen die Gesetze dieses Landes beschuldigt. Was habt ihr zu eurer Verteidigung vorzubringen? Butter der Nacht. Was? Ein Verbrechen? Ich? Absurd! Der arme Cicero steht doch nur hier! Cicero liebt die Ordnung! Oh ja! Ja, deswegen killst du auch Leute, ne? Gesetz übertreten. Selbst bei der dunklen Bruderschaft ist er total der Arr, ja. Und was ist da wohl in diesem Sarg, hä? Vielleicht würden ein paar Nächte in einer Zelle ja eure lügnerische Zunge locken. Dieser verdammte Lorelius. Oh, für diesen Verrat wird er zahlen. Wird er zahlen? Kein Wort. Und bleibt, wo ihr seid. Sobald meine Ablösung eintrifft, machen wir eine schöne kleine Reise. Unfair! Ungerecht! Cicero hat nichts Unrechtes getan! Lorelius wird für seinen Verrat zahlen! Oh! Ja. Und wie er zahlen wird! Und ihr! Ihr wart keine Hilfe! Überhaupt keine! Unfair! Ungerecht! Ich hab's gecheckt. Cicero hat nichts Unrechtes getan! Doch, hat er! Der hat schon so viele unrechte Sachen getan, die wollt ihr gar nicht hören. Weil ich kenne den, er ist nämlich ein Verräter der Menschheit allgemein. Und ein Verräter sogar dann noch des Bösen, der dunklen Bruderschaft, die hat er auch noch verraten. Er ist durch und durch ein Verräter. Und, Und? Ist es vollbracht? Ja. Habt ihr den Verrückten der Wache gemeldet? Ich hatte doch gleich ein gutes Gefühl, was euch betrifft. Hier, mein Freund, ein paar Septime als Zeichen meiner Dankbarkeit. Danke! Soll dieser kleine Verrückte 2 Wochen in einer Zelle schmoren? Nur, also das ist schon ein bisschen hart, nur weil er ein bisschen gestört im Kopf ist, aber da wir die Hintergrundgeschichte von diesem Cicero kennen, also zumindest ich, habe ich das auch gemacht, weil ich weiß, was der Kerl anstellen würde, wenn wir es nicht gemacht hätten. Okay, jetzt gehen wir wieder zurück nach Weißlauf. Ich glaube, das war's auch für heute. Sobald ich in Briesenheim bin, werde ich dann die Aufnahme stoppen. Wo ist denn? Ah, da ist unsere schicke Venus. Ja. Ja. Die Venus habe ich außerdem nur für heute offen. Beim nächsten Let's Play werde ich wieder den normalen Mond benutzen, also. Ich mache jetzt kurz Schnellreise. Weißlauf, Weißlauf heißt auf Englisch Whiterun oder Whiterun oder was weiß ich was. Diese Statue sieht nicht gerade sehr detailliert aus. Ja. Und. Jo. Also, geh mal schön in unser Haus. Zack. Und dann, wenn wir uns hinlegen, werden wir uns am nächsten Tag beim nächsten Let's Play von Skyrim The Legend of Lavel wiedersehen. Hui. So, durchsuchen. Bekleidung, ablegen. Ups, das war noch vom Trailer. So, was haben wir denn hier schönes in der Kommode? Kleidung.
Dann, wir müssen uns ja umziehen. So, ich muss dran denken, dass ich die Ebenerzrüstung wegkriege. Habe ich ganz vergessen. So. Wop, 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 wop. Dararop. Oh ne, die nicht. Dat, dat und dat. So. Dann tue ich die noch ausrüsten. Und wenn ihr wollt, kann ich irgendwann auch noch mal ein Let's Read von den Büchern machen, die es hier gibt. Ach, die Bücher wollte ich noch einräumen. Stimmt, genau. Hui. So. Nein, nicht das. Bücherregal. Nein, oh Mist. Nein. So. Da sind auch schon die Bücher drinnen. Und ja. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Daumen hoch, abonnieren, alles Mögliche. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von The Legend of Flavel. Ciao, ciao.